Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Engelkarten-Reading mit Enrico Galvini. Heute ist Samstag, der 21. Mai und in wenigen Stunden ist Vollmond. Da möchte ich für uns jetzt zwei Karten ziehen, so wie letztens zum Neumond, um zu schauen, wie sich die weiblichen und wie sich die männlichen Energien in den nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Neumond ausleben bzw. bemerkbar machen. Ich bin hier gerade in unserem Garten, habe einen ruhigen Platz gefunden, um das Video aufzunehmen. Die Karten, die ich benutze, die möchte ich euch mal zeigen. Das sind die Karten, die ich letztens auch schon vorgestellt habe in einem anderen Video. Da findet ihr den Link hier gleich unten. Es sind die Life Purpose Orakelkarten, also die Lebenssinn Orakelkarten. Ein wunderbares Kartendeck, kommt auch für alle die, wenn ihr selbst damit arbeitet und ein paar Erklärungshilfen braucht, kommt dann noch ein kleines Büchlein dazu. Dann könnt ihr damit selbst arbeiten. Okay, ihr Lieben, hier habe ich die 44 Karten. Was ist der Unterschied zu einem normalen Orakelkartendeck und einem Tarotdeck? Ein Tarotdeck hat meistens 78 Karten und die Orakelkarten bestehen aus unterschiedlichen Anzahlen. Es gibt ja das Skatspiel mit 32 Karten. Diese Orakelkarten haben immer 44 oder 45. 44 ist ja eine Schnapszahl, die Zahl der Engel. Wunderbar. Ich mische für uns die Karten und zuerst schauen wir natürlich Ladies First, wie wird sich die weibliche Energie jetzt ab heute Abend in wenigen Stunden bemerkbar machen. Der Vollmond ist ja eine Amplitude, das heißt eine Wendestelle auch, wenn ich das jetzt mathematisch richtig ausgedrückt habe. Das bedeutet, bis zum Vollmond haben wir ja ein anwachsendes Energieereignis und ab heute Abend, ab dem Vollmond, ab dem Höhepunkt, nimmt die Energie des Mondes ab, nimmt der Mond selbst ab bis zum Neumond, das ist sozusagen dann der Tiefpunkt, ein Wendepunkt, und dann nimmt die Energie wieder zu. Okay, schauen wir mal, die weibliche Energie nun ab diesem Vollmond, ab heute Abend in wenigen Stunden. Das Schreiben, Mädels, Frauen, oder auch die weibliche Seite in den Männern. Das Schreiben ist jetzt umso wichtiger in diesem Vollmond, nach diesem Vollmond und in den nächsten zwei Wochen. Du heilst, du inspirierst, du lehrst und du unterhältst aber auch mit deinen Worten, die du schreibst. Ich werde mir das jetzt persönlich auch sehr zu Herzen nehmen und werde mal versuchen, ein paar Blogs und ein paar Artikel für euch mehr zu schreiben. Aus meinem Leben als spiritueller Mann, aus meinem Leben als spirituelles Engelmedium. Das Schreiben. Okay, ich packe die Karte mal hier in das Bäumchen und lassen derzeit die Feen darauf aufpassen. Hoffen wir, dass sie nicht wegfliegt. Ich mische unseren Stapel nochmal. Und ich bin sehr gespannt, wenn die Frauen bzw. die weibliche Energie, wenn diese jetzt schreiben soll, zum Beispiel Gedichte, ja, Poesie oder auch Blogs oder vielleicht schreibst du auch deinen Freunden oder deiner Familie mal eine Postkarte, wenn du gerade im Urlaub bist, die sich jetzt die männliche Energie zum Ausdruck bringt. Ihr Lieben, ihr habt gesehen, ich habe gemischt. Ein Autor. Dort steht geschrieben, dass in euch Männern oder in der männlichen Energie ein Buch in euch schlummert, das jetzt zum Ausdruck kommen möchte. Ihr Männer, ihr sollt euch Zeit zum Schreiben nehmen. Die Frauen, sie sollen schreiben. Also, eindeutiger geht es nicht mehr. Ich finde es sehr schön. Die männlichen und die weiblichen Energien scheinen hier mittlerweile jetzt im Mai sehr synchron zu werden. Das ist ein wunderbares Zeichen. Ich packe mal den Stapel weg und zeige das nochmal. Also einmal der Autor und dann das Schreiben. Das bedeutet, das ist ein wunderbares Zeichen. Wir schreiben ja jeden Tag, egal ob das E-Mails sind oder auch bei Facebook-Posts oder wir kommentieren. Und das Männliche und das Weibliche, das synchronisiert sich jetzt sehr, sehr stark. Das ist wunderbar. Das heißt, Männer und Frauen sind jetzt anscheinend auf einer Wellenlänge. Und das männliche Prinzip, das soll sogar ein Buch schreiben. Also wenn ihr Frauen zum Beispiel in euch ein männliches Prinzip habt, das zum Ausdruck kommen möchte, dann fangt jetzt an, ein Buch zu schreiben. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Ihr seht in beiden Karten, hinter dem jeweiligen Schreiberling bzw. hinter der Autorin steht jeweils auch ein Schutzengel oder ein persönlicher Engel. Und das Buch, das du zum Beispiel schreiben kannst, kann auch dein Tagebuch sein.
Eine andere interessante Sache, die mir dazu gerade einfällt, ist das Journal, so wie man es im Englischen nennt, das tägliche Tagebuch. Und da gibt es dann verschiedene Sorten, zum Beispiel ein Erfolgstagebuch, wo du jeden Tag 3 bis 5, nicht mehr und nicht weniger, Dinge hineinschreibst, wo du Erfolg hattest. Und das kann ganz verschieden sein. Das kann zum Beispiel einfach nur sein, dass du deinen Nachbarn im Hausflur einen kleinen Gefallen getan hast, vielleicht die Tür aufgehalten hast. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel gutes Trinkgeld gegeben hast und sich der Kellner sehr gefreut hat. Es kann aber auch was wirklich Größeres sein, wo du Erfolg hattest, wenn du zum Beispiel einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hast oder vielleicht einen Buchvertrag bekommen hast, um ein Buch zu schreiben. Alles das, wo du in deinem Leben Erfolg hast. Und wenn du das eine Weile machst, dann wirst du feststellen, wie sehr die Dankbarkeit in dir steigt. Und da sind wir gleich beim nächsten Buch, das du auch schreiben könntest, zum Beispiel ein Dankbarkeitsbuch, wo du jeden Tag 3 bis 5 Dinge hineinschreibst, nicht mehr und nicht weniger, wofür du in diesem Leben dankbar bist. Das können einfache Sachen sein wie: Ich habe ein schönes, bequemes Bett, ich habe eine warme, beheizte Wohnung, ich habe einen schönen Ausblick aus meiner Wohnung. Wenn es solche einfachen Dinge sind, die zum Beispiel jetzt mit deiner Wohnung zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass du dankbar dafür bist, dass du jeden Tag Zeit hast, zum Beispiel ein bisschen Sport zu machen, Yoga zu machen, was auch immer du jeden Tag machen möchtest. Es kann aber auch die Dankbarkeit sein für gute Freunde, für einen guten Beruf, für alles das, wofür man dankbar sein kann, zum Beispiel ein Geschenk, das du bekommen hast, wenn dir jemand einen Kuchen gebacken hat oder einen Rohkostkuchen gemacht hat, wenn dir jemand die Tür aufgehalten hat und so weiter. Also du wirst auf jeden Fall 3 bis 5 Dinge finden pro Tag. Du kannst natürlich auch mehr aufschreiben, wenn du möchtest. Die Erfahrung zeigt aber, wenn du daraus eine Tätigkeit machst, die sehr lange dauert, dann wirst du es sehr schnell wieder verwerfen. Also 3 bis 5 Dinge, wo du wirklich sagst, das ist es. Und dann kannst du das auch kombinieren, zum Beispiel mit deinem Erfolgsjournal. 3-mal Danke, 3-mal Erfolg. Und du wirst dich wundern, was mit deinem Leben passiert. Denn die Dankbarkeit und die Anerkennung, das ist, wenn du deine Erfolge aufschreibst, das ist eine Energie, die dein Leben wirklich magisch verwandelt. Und vielleicht ist das unser Hinweis, dass wir jetzt schreiben sollen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt vielleicht jetzt gleich eure Listen für den Vollmond, was ihr in eurem Leben verändern wollt, was ihr in eurem Leben verbessern wollt, was ihr in eurem Leben manifestieren wollt. Und dann schließt das Buch, verinnerlicht euch diese Gedanken, visualisiert diese Gedanken. Wenn ihr damit fertig seid, gebt sie dankbar zu Gott und erwartet die Erfüllung. In der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, in Kürze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video mit euren Freunden und schaut bald wieder rein bis zum nächsten Video, das es dann zum kommenden Neumond gibt, der natürlich im Juni sein wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, liebe Grüße aus Mallorca. Ciao. Pura vida.